Ich werde meine Frau, meine Tochter und anschließend mich selbst töten. Und ich werde mich bemühen, Ihnen zu erklären, warum. Ihr Unterbewusstsein zeigt Ihnen nur sehr, sehr drastisch, dass Sie Ihren Lebensstil ändern sollten. Hatten Sie, bevor die Halluzination anfing, oft Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen oder haben Sie sich erschöpft gefühlt? Das dachte ich mir, Sarah. Sie sind eine kerngesunde junge Frau, die anfangen sollte, an sich selbst zu denken. Wir feierten Partys und nahmen Drogen, jede Woche ausgiebiger. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich arbeitete nicht mehr, registrierte es aber kaum. Ich dachte, wenn ich meine Schreibmaschine nur jeden Tag sehen würde, würde mir schon irgendwann wieder etwas einfallen, würde ich schon irgendwann wieder produktiv sein. Doch ich schrieb kein einziges Buch mehr. Wo ist die Schreibmaschine? Wo ist die fucking Schreibmaschine? Hast du die für Schissen des Koks verhökert? Hat sie nicht. Du? Ist mir runtergefallen. Sorry, Alter. Ist sie kaputt? Ich kauf dir eine neue. Sie war mein Ein und Alles. Du wolltest auch trennen. Was? Zerstreit. Paul, erinnerst du dich nicht mehr? Jetzt werd nicht albern. Das ist nur Speed. Nur Speed? Du beachtest mich überhaupt nicht mehr. Und wir streiten uns nur noch, du nimmst dieses scheiß Dreckszeug. Und sogar wenn wir mal ein paar Stunden Zeit haben, verbringst du die lieber in der Bar und säufst dich zu. Jetzt hör doch mal auf, überall nur Negatives zu sehen. Wir entfremden uns, Paul. Vielleicht ist das ja alles keine gute Idee. Baby. Ich denke, ich bin noch nicht bereit, ein Kind zu bekommen.
Du musst dir helfen lassen. Baby, ich brauche dich. Es geht nicht mehr. Alles klar? Was soll das? Ich bin normal. Völlig normal.